Cassius Clay schreibt, okay, dann ich jetzt auch. Du streamst jedes Kuchenvideo, während er gebannt ist, was gegen die Richtlinien ist. Hey, Bruder, snitchst du jetzt gegen mich? Oder warum schreibst du das in Chat? Ich weiß doch selber, dass ich das gemacht habe. Das stimmt übrigens nicht. Deswegen, ich habe mich ja informiert. Ich weiß nicht, du machst ja, glaube ich, nicht kürzer Twitch als ich. Es stimmt nicht, dass du das nicht machen darfst. Du darfst es bloß nicht zum Mittelpunkt eines Streams machen. Und weil ich immer so lang streame, ist das nicht gegen die Richtlinien und genau deswegen ist da auch nichts passiert. Aber danke für deinen Tipp und danke, dass du es hier auch nochmal reinschreibst. Du bettelst um Reaktion. Dann kommt eine, du drehst völlig frei. Inwiefern habe ich denn völlig frei gedreht? Ich habe mich davon distanziert, wie das Interview war, weil ich nicht mehr glaube, dass wir uns verstehen würden. Guck dazu gerne meine Reaction, wenn sie online kommt. Lass dich nicht von Leuten wie Chambuster Rhymes fehlleiten. Schwing nicht so schnell die Nazi-Keule und bleib rational. Niemand hat dir vorgeworfen, an dem Angriff beteiligt zu sein. Guck Cynic, guck Janisch, guck alle Reactions und gut. Ey, Cassius, also, wie gesagt, also wenn du mittlerweile der Meinung bist, dass wir uns nicht verstehen würden, dann respektiere ich das. Ich habe ja vorher schon gesagt, ist okay, ich finde es schade, aber ich finde es nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob ich auf deine Reaction reagieren werde. Vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es nicht. Das ist für mich jetzt... Also, was soll ich denn jetzt auf jede Reaction reagieren? Ich habe es eigentlich schon mehrfach gesagt, weil es anscheinend nicht deutlich genug war, weil ich nicht, weiß ich nicht. Also, ich habe ja schon mitbekommen, was zum Beispiel bei Cynic gesagt wurde. Bei Kianosch weiß ich es jetzt auch nicht. Bei Cynic wurde, glaube ich, gesagt, ich hätte mich am Schluss entschuldigen müssen oder so. Und ja, ich verstehe halt den Sinn nicht, warum ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich da mitgemacht habe. Deswegen habe ich versucht, jetzt in meinen Reactions nochmal deutlich zu machen, dass ich da nichts in irgendeiner Form so gemeint habe, dass ich irgendwie der Meinung bin, dass ich ja vielleicht hätte gewonnen oder so. Ich weiß schon, dass ich reingeschissen habe. Habe ich aber eigentlich auch schon bei der ersten Reaction, wo ich sogar noch krank war. Ich habe erst eine Reaction gemacht, weil so viele Leute das wissen wollten. Da war ich noch übelst krank. Das stimmt nicht. Du bist so weit weg von der Realität. Es ist unglaublich. Was? Warum denn? Ich werde mich auch nicht mehr mit befassen. Okay, dann mach's doch nicht, Bro. Hä? Also wirklich, bei Gott, ne? Du redest doch gerade mit mir. Ich antworte gerade ganz normal auf deine Kommentare. Inwiefern kann man denn mit mir nicht mehr sprechen? Irgendwie wirkt es für mich ultra hektisch, was du hier schreibst. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin doch selbst jetzt noch ziemlich nett und versuche, das ernst zu nehmen, was du schreibst. Aber, also was soll ich denn noch sagen? Wenn ich gesagt habe, wir waren auf Augenhöhe, dann meinte ich auf respektvoller Ebene. Wenn es für irgendjemanden so rüberkam, als ob ich dachte, mit einer Jury hätte ich das Battle vielleicht gewonnen, dann habe ich es hiermit wirklich mehrfach nochmal klargestellt. Das war definitiv nicht so gemeint. Das war bloß einfach mein erster Versuch und mich hatte das einfach interessiert. Das war's. Du warst ganz klar der Bessere. Ich habe reingekackt und gut ist. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe wie immer nichts gestrikt, obwohl es möglich wäre. Du hast nach dem Handschlag unsere Audio geleakt, mich als Frau bezeichnet, meine Freundin Nazi genannt und reagierst jetzt auf Kuchen, aber nicht auf die Leute, die du aus Judge haben wolltest. Du bist hasszerfressen und das tut mir leid. Bro, bist du irgendwie besoffen? Also erstens, ich weiß doch noch gar nicht, auf was ich reacten werde und auf was nicht. Muss ich jetzt irgendwie in dem Tempo, was für dich schnell genug ist, irgendwie auf einmal innerhalb von 24 Stunden auf alles reagieren? Ich habe wie immer nichts gestrikt. Wo habe ich denn gesagt, dass du was gestrikt hast? Und was genau willst du denn striken? Du meinst die Reactions auf Kuchen? Bist du KuchenTV? Du meinst KuchenTV hätte meine Reactions striken können? Ja, klar. Also jeder Reactor, der auf andere reactet, kann immer von anderen gestrikt werden. So wie Kianosch mich mal gestrikt hatte. Natürlich, das geht. Aber für gewöhnlich machen das Content Creator nicht. Das habe ich jetzt irgendwie gelernt in den paar Jahren, in denen ich das mache. Ich zum Beispiel, ich habe noch nie irgendjemanden gestrikt. Und von mir laden alle möglichen Leute irgendwas hoch. Ich habe noch nie irgendwas gestrikt. Ich strike gar nichts.
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, warum du so. Das kommt mir hektisch vor, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dich als Frau bezeichnet. Wo habe ich dich? Du meinst im Battle oder was? Nach dem Handschlag habe ich unsere Audio geleakt. Du meinst den Stream, den ihr selber öffentlich gestreamt habt, bei dem jeder zugucken konnte. Was kein Leak, Bro. Deine Freundin Nazi genannt. Wen meinst du? Meinst du deinen Bruder Marvin? Du reagierst jetzt auf Kuchen, aber nicht auf den. Ja. Also keine Ahnung. Wenn du findest, ich wirke auf dich Hass zerfressen, dann tut mir das leid, aber ich bin nicht Hass zerfressen. Und ich bin ehrlich, ich kann damit leben, wenn du das denkst. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Grund geliefert habe, dass man denkt, dass man mit mir nicht reden kann. Gerade Snitch. Ja, weil du gerade hier in. Also erstens war das eine Frage, hast du ja bestimmt gehört. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du gerade irgendwie alkoholisiert bist, aber ich habe dich gerade gefragt, ob das nötig ist, jetzt hier in den Chat bei Twitch reinzuschreiben, dass ich gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen hätte. Das ist merkwürdig. Ich würde sowas nicht machen. Ich finde das komisch. Das ist, du weckst ja damit so schlafende Hunde, rufst ja irgendwelche Leute dazu aus, auf irgendwas zu melden und sowas. Und ich habe ja damit schon Erfahrungen gemacht. Und jetzt schreibst du bei mir im Chat rein, ich hätte wegen einer bestimmten Sache XY gegen Richtlinien verstoßen. Und darauf frage ich dich, also Snitchy-Vibes oder keine Ahnung, wie ich das gerade gesagt habe. Aber man kann auch wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Du verrennst dich da gerade. Du wirfst zwar mir vor, dass ich mich in was verrenne, aber ich sag dir, ich habe eher den Eindruck, dass, also ich hoffe, dass du das irgendwann noch verstehen wirst. Ich tue hier eigentlich kein Unrecht. Im Interview mit Roos hast du ihn als Frau bezeichnet, schönste Frau der oder so. Ja, mein Gott, Alter. Okay, eine Stichelei. Habe ich deine Gefühle verletzt damit, Cassius Clay? Wenn ich deine Gefühle damit verletzt habe, tut mir leid. Ich wollte nicht deine Gefühle verletzen, dann habe ich halt gestichelt. Sorry. Kurz danach in dem Reel bei Roos. Ah ja, okay. Okay, nochmal. Habe ich deine Gefühle verletzt? Dann tut's mir leid, Cassius. Für mich war das einfach eine Stichelei auf sportlicher Ebene, so wie das unter Rappern halt gemacht wird. Du bist doch ein Rapper. Kurz danach in dem Reel bei Roos ist das Thema zu. Marvin und Kuchen, du nimmst Kuchen mit, weil es Reichweite bringt. Nimm die Cynic und meine Reaction, dann wäre es fair. Also erstens, Bro. Ich glaube, das Video von Cynic hat gerade am meisten Views. Außerdem, ich habe doch gerade gesagt, ich weiß noch gar nicht, auf was ich reagieren würde. Bist du irgendwie darauf angewiesen, dass ich auf dich reagiere? Das meine ich halt mit hektisch. Ich meine es nicht mal böse. Ich verstehe gerade einfach dein Verhalten nicht. Bist du darauf angewiesen, dass ich auf dich reagiere? Oder worum geht es hier gerade? Vor allem, ich habe noch nicht mal gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich sage doch einfach nur, ich weiß es noch nicht. Weil, guck mal, ich habe mich jetzt schon hier gerade durchgequält. Ich habe jetzt schon zum dritten oder vierten Mal die Battles, den Talk auf der Bühne, das Interview. Es ist halt langsam ermüdend. Und selbst bei der Antwort, die Jungs mit dir, glaube ich, morgen machen wollen, bist du doch auch wieder dabei. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, weil Kuchen entbannt ist. Man kann es nicht mehr melden. Nur deshalb sage ich es. So bin ich nicht. Okay, also ist Kuchen mittlerweile schon offiziell entbannt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er diesen Prozess gewonnen hat. Aber ob du dann, du bist ja dann nicht automatisch von Twitch entbannt, dann muss ja Twitch das erst machen. Wenn es so ist, dass er auch bei Twitch entbannt ist, dann nehme ich das zurück. Okay, my bad. Dann habe ich dachte, er ist momentan noch gebannt. Okay, mein Fehler. Wusste ich nicht. Du sagst, er distanziert sich ehrenlos Heuchler, aber ich habe mich nur distanziert von dem gut verstehen. Zu den Props habe ich auch in meiner Reaction gestanden, aber die guckst du nicht. Du liest Kommentare und beleidigst mich. Das ist bitter, Alter. Aber du spielst jetzt schon voll krass die Opferkarte. So, es ist doch offensichtlich, hier ist so viel passiert, ich kann einfach nicht alles mitbekommen. Okay? Schreib mir doch jetzt einfach, wovon du dich genau distanzierst, Cassius. Okay? Ich habe es, das heißt, du scheinst ja anscheinend alles von mir zu gucken. Dann weißt du ja anscheinend Bescheid. Du hast ja mitbekommen, was ich gesagt habe. Ich habe ja selbst gerade vorhin schon wieder, immer wieder Props an dich gegeben, mein Lieber. Immer wieder Props gegeben. Weil ich dich ja eigentlich sympathisch fand. Und es hat mich enttäuscht, dass mir Kommentare von dir geschickt wurden, wo du gesagt hast, du distanzierst dich davon. Und das fand ich halt einfach ehrenlos. So, wenn du das anders gemeint hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, schreib es mir jetzt hier in den Chat rein. Schreibe mir hier in den Chat rein, wovon distanzierst du dich? Und wenn ich das falsch verstanden habe, dann stelle ich meine Aussage sehr gerne richtig. Mit Herz.
Jetzt ist deine Möglichkeit, schreib's. Für mich bedeutet Thema zu keine Sticheleien. Ja gut, für mich bedeutet es nicht, dass man so, also das ist doch eine lächerliche Stichelei. Die ist doch nicht der Rede wert. Ich wusste nicht, dass du so sensibel bist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich unterlassen, weil es war jetzt für mich auch nicht so bitter notwendig, dass ich das mache. Du kannst dir ja vielleicht vorstellen, dass dieses Video wurde 2 Tage nach dem Battle aufgezeichnet. Zu der Zeit war die ganze Sache halt einfach noch frisch. Und deswegen hast du mir in meinem Kopf rumgeschwirrt. Bei aller Liebe, ich weiß ja, dass, also ihr seid auf dem Erfolgskurs, aber ich denke halt jetzt nicht jeden Tag an dich. Und in dem Moment, das war ein Tag nach dem Battle, glaube ich, Sonntag oder Montag, da bist du mir halt eingefallen. Vor allem, du hast ja bestimmt auch bemerkt, dass dieses Format, in dem ich das gesagt habe, so ein Kurzschlussformat war. Also wo man irgendwie so schnell reagieren muss auf irgendwelche Fragen. Und dann bist du mir halt in den Sinn gekommen. Sorry. Cynic Reaction ist, denke ich, angebracht, weil er King ist in der Kategorie. Vielleicht kannst du das Feedback mitnehmen und es besser machen. Ja, vielleicht, Kianush. Auf jeden Fall. Ich schließe es ja auch nicht kategorisch aus. Ich weiß natürlich schon ungefähr, was er gesagt hat, weil, Alter, in der Sache schreibt mir gerade jeder jeden Tag alles Mögliche, was wer wo gesagt hat. Allerdings geht das Video 1,5 Stunden und ich kann es halt nur nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja vor, hauptberuflich A Cappella Battle Rap Rapper zu werden, aber ich halt nicht. Und deswegen ist es halt nur ein Thema von vielen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich, also für den heutigen Stream wusste ich, wir wollen das fertig reagieren, auf das ich mit meinem Bruder vorgestern angefangen hatte. Da war noch nicht mal irgendeine Reaction von Cynic draußen. Auch deine nicht, Kianush. Ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, wenn ich den Content auf meinem Stream so gestalte, wie ich mir das vorstelle. Hatten Roos und Kuchen vorm Distrack nicht auch zugemacht? Doch, hatten sie. Ja, natürlich. Also, wenn Cassius noch was schreibt, dann lese ich das noch vor. Ansonsten würde ich sagen, wir machen mal einen Punkt unter das Thema. Alter, 5,5 Stunden Battle. Mein Gott, was habe ich mir da eingebrockt, Alter. Das übernimmt einfach den kompletten Stream. Kuchen ist wieder auf Twitch online. Der ist schon längst wieder da. Okay, dann ist es mein Fehler. Dann wusste ich das nicht, Cassius. Dann nehme ich diese Frage, die ich anfangs vorgestellt hatte, die natürlich ein bisschen unterschwellig war, zurück, dass du snitcht. Mein Fehler. Ist es okay für dich, Cassius? Cassius will mit mir callen. Ja, wo ist Cassius denn? Gib mir 2 Minuten. Boah, bitte beeil dich, Cassius. Ich will dieses Thema jetzt nicht ewig weitermachen. Ich wollte gerne noch eine zweite Sache machen, aber es ist schon 20 vor 4. Amanako, mein Leben ist doch gefährlich, Alter. Oh. Keine Video, nur Audio. Was meinst du? Du willst nur telefonieren, aber nicht zu sehen sein. Ja, kein Problem. Also du möchtest ja den Call. Also nur um das klarzustellen, ne? Also ich bedräng dich hier zu nichts. Du hast ja gerade darum gebeten. Ja, Cassius, dann mach doch über WhatsApp. Dann lege ich einfach mein Handy hier drauf. Ruf über WhatsApp oder ruf normal an. Ja. Jo, jo. Jo, Cassius. Angenehmer Chat heute. Nur einmal kurz, um meine Nachrichten von gerade zu erklären, weil ja. Man hat ja hier so eine begrenzte Wortanzahl. Es gibt zwei Sachen, ja. Zwei Sachen, das wird jetzt auch gar keine lange Angelegenheit werden, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und das erste ist, ich habe deine Reaction gesehen, ich habe die auch on stream gesehen und ich sehe so, jemand schreibt dir, Cassius hat sich von dem Interview schon distanziert und dann ist ja, der Heuchler. Ja, da kann man ja sehen, was bei dem los ist, was das für ein Mensch ist und so weiter und so fort. Die Worte, die da geflogen sind, kannst du dir ja selber angucken. Mhm. Das Einzige, wovon ich mich distanziert habe, auch öffentlich, wird auch in meiner Reaction noch gesagt. Zu all den Props, die ich dir gegeben habe, habe ich gestanden. Ich habe gesagt, ich habe ein paar Sachen, die negativ waren, habe ich nicht gesagt, weil ich das Gefühl hatte, das ist unnötig, weil die Sache, die passiert ist, ist ja passiert, während wir im Interview waren. Das heißt, das wusste ich noch nicht. Zwischen uns war alles cool. So, ja. Und ich dachte mir, so unnötig, warum soll ich jetzt die Sachen, die du auch selber gesehen hast, die nicht so cool waren, warum soll ich die ansprechen? So, ich bin Sportsmann, ich gebe dir lieber irgendwie ein korrektes Gefühl und sage die Sachen, die funktioniert haben. Ja, cool. Dann ist aber hinterher so, dass KuchenTV, der mein Freund ist, von dir als, ja, du musst ja nicht mal cool mit ihm sein, aber regelmäßig als Nazi beleidigt wird, als Frauenschläger beleidigt wird. Du sitzt mit Costa, lachst darüber, Nates, als er in die Fresse gekriegt hat, blablabla, der sonst so politisch korrekt macht. Du sitzt da mit High Class, der Twizzy im Nacken hatte, machst dich über das lustig, schmeißt die Nazis
Bombe wie sonst was, gibst Twizy komische Spitznamen, sitzt bei Roos, liest unser Gespräch. Ja, haben wir selber gelegt, habe ich mich auch schon für gerade gemacht. Mhm. Aber kackst quasi auf alle meine Freunde, postest dann wie bei Roos und nee, ich bin nicht empfindlich. Aber für mich ist ein Handschlag auch, dass man dann hinterher vielleicht bei Schönste Frau nicht Cash is Clay sagt. Das bedeutet, ich bin jemandem gegenüber, dem ich die Hand gegeben habe, mich sportlich verhalten habe, der danach auf alle meine Freunde scheißt und die Nasenkeule war echt ein bisschen hochgegriffen. So, meiner Meinung nach, das Wort sollte man nicht so leichtfertig benutzen. Ich distanziere mich davon, dass wir uns gut verstehen würden. Hättest du dir die Mühe gemacht, mal selber zu gucken, was ich gesagt habe, dann habe ich nur mich davon distanziert, dass ich glaube, dass wir beide cool miteinander wären, habe aber die Props für deine Lines und die Eier, dass du dich dahingestellt hast, stehen lassen. Ich gucke deine Reaction und sehe, dieser Heuchler, das zeugt schon davon, was für ein ehrenloser Mensch der ist und bla 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 bla. So, das machst du abhängig von Nachrichten in deinem Chat. Mhm. Anstatt dann aber darauf, dir zumindest anzugucken, was ich gesagt habe, reagierst du lieber auf den Kuchen-TV, dessen Meinung dir sowieso nichts wert ist, mhm, anstatt auf mich zu reagieren, über den du dir ein Urteil bildest von Aussagen, die du nur aus dem Chat kennst. Und das checke ich nicht. Du sagst, du willst Cynic als Judge haben. Cynics Video ist heute online. Du reagierst aber lieber wieder auf Kuchen-TV, dessen Meinung dir ja nichts wert ist, als auf Cynics Meinung, dessen Meinung dir ja ganz viel wert ist. Kianusch fand unseren District voll scheiße. Der hat uns richtig gerostet in seiner Reaction. Trotzdem guckt Kianusch sich das Battle an, hat dann eine Meinung zu, die komplett neutral ist, weil Kianusch und ich, wir hatten eine neutrale bis wahrscheinlich eher negativ behaftete Meinung wegen unserem Roos District. Das guckst du dir auch nicht an. Du hast nur Bock auf Kuchen-TV draufzutreten. Da fallen dann auch mal Worte wie HS, bei Twizy weiß ich es nicht, bei Kuchen habe ich es mehrmals gehört. Ich habe weder dich noch deine Freunde noch sonst irgendwen beleidigt, bis das angefangen hat. Und das erweckt in mir den Eindruck, dass da ein bisschen Hass drin ist, weil anstatt dir die Leute anzugucken, wo du im Interview noch sagst, deren Meinung ist dir wichtig, oder dir die Leute anzugucken, die neutral sind, die vielleicht eine coole Meinung zu dem Battle haben, haust du immer weiter rauf auf Kuchen-TV, reagierst auf jedes Video von ihm, während er gebannt ist, was niemand darf und auch niemand gemacht hat. Mann, nicht mal Montana Black hat auf Kuchen reagiert, weil es bei Twitch einfach nicht erlaubt ist. Und ich sage das nochmal, nur weil er jetzt wieder entbannt ist, der Bann auch rückwirkend aufgehoben ist. Mhm. Ja, und ich sogar mit den Jungs geredet habe und die sagen, scheiß drauf, lass den machen so. Banns fliegen lassen ist nicht unser Stil. Gib ihm. So, du willst darauf eintreten und erwartest von mir, dass ich mir angucke, wie du einen guten Freund von mir und einen Freund von mir, der wirklich mein Bruder ist, den meine Mama als ihren Ziehsohn bezeichnet, weil er leider früh weise geworden ist, komplett durch den Dreck ziehst, hm, und wunderst dich darüber, dass ich sage, ich distanziere mich davon, dass wir uns gut verstehen würden. Das verstehe ich nicht. Und dann beleidigst du mich, ohne dir anzugucken, wovon ich mich überhaupt distanziert habe, weil dir das Leute in deinem Chat schreiben. Das verstehe ich nicht. Okay, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Okay, super. Also guck mal, ich glaube irgendwie, du bringst einfach zeitlich einiges durcheinander. So die Zeit, seitdem das Battle veröffentlicht wurde und Reactions darauf rausgekommen sind, ist einfach sehr kurz. Du scheinst ja irgendwie alles auf dem Schirm zu haben. Dann hast du ja bestimmt mitbekommen, dass ich habe es ja gerade vorher schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob du zugehört hast, aber ich habe am Freitag mit meinem Bruder, weil mein Bruder einmal die Woche zu mir in den Stream kommt, angefangen, auf Kuchens Reaction zu reagieren, weil die zu dem Zeitpunkt online war. Da war weder Kianusch online, noch Cynic und ich glaube von dir auch nicht oder zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Jetzt musst du mich aber auch mal ganz kurz aussprechen lassen, mein Lieber. Ich habe dich gerade echt lange reden lassen. Das, ja, alles gut. Okay. Also, ich habe einfach zu dem Zeitpunkt mich entschieden, mit meinem Bruder auf diese Sache zu reagieren. Ich muss sagen, ich bin einigermaßen darüber überrascht, dass es dir überhaupt so wichtig ist, was ich zu welcher Zeit reacte. Aber wie ich es dir auch vorher schon geantwortet habe auf deine Chat-Nachrichten, ich habe erstmal gar nichts ausgeschlossen. Ich weiß nur nicht, wann ich was machen werde und ich bin ja hier nicht ARD oder ZDF. Das ist ja mein persönlicher Twitch-Stream und ich suche mir einfach selber raus, worauf ich reagieren werde. Das eine ist, dass ich versuche natürlich retrospektive, so reflektiert wie möglich auf mein Battle zu reagieren. Und da deine Kumpels es anscheinend ultra krass respektlos von mir gegenüber der
der Szene finden. Etwas, was ich eben von dir nicht vernommen habe, bin ich vor allem, weil deren Reaction zu dem Zeitpunkt online war, da drauf gegangen, weil ich wissen wollte, was ist denn so respektlos von mir? Hab drauf reagiert, hab für den letzten Idioten, der das anscheinend nicht versteht, dass ich in dem Interview mit dir in keinster Weise mich irgendwie gleichgut machen wollte oder sonst irgendwas, hab's versucht, besser einzuordnen. Hab auch nochmal mehrfach. Ich war richtig krank am Donnerstag. Das hast du ja vielleicht, wenn du, ich weiß ja nicht, du redest halt so, als ob du alles guckst und ich bin ja so ignorant und guck nix. Also ich habe bei meiner ersten Reaction auf das Battle, ich war richtig krank. Meine Stimme war, ist am Schluss fast komplett weggebrochen. Okay? Dementsprechend ging es mir auch. So, und da habe ich schon gesagt, nochmal für jeden, der es irgendwie anscheinend falsch verstanden hat, ganz klar, ich habe reingeschissen. Ich habe nicht versucht, irgendwas anderes daraus zu ziehen. Ich habe mir einfach nur ein Judgment gewünscht, einfach weil das für mich mit dazugehört. Und an dem Abend hast du das ja anscheinend irgendwie auch verstanden in dem Interview. So, und da deine Kumpels halt eben so progressiv vorangehen, dass sie mir direkt da versuchen, die Schande überhaupt zurechtzubiegen und ich bin ja so respektlos gegenüber der Rap-Szene, was ja einfach eine Lüge ist, bin ich halt da drauf gegangen. Und ja, ich mag deine Kumpels nicht. Ich mag die gar nicht, Cashes. Ich scheiße auf die. So, ich habe niemanden von denen als Nazi bezeichnet. Das stimmt nicht. Ich bin rhetorisch viel zu schlau für sowas. Ich habe niemanden von denen de facto Nazi genannt. Ich spiele mit Beispielen, ich spiele mit Vorurteilen, ich spiele mit Ideen. Mann, alter Kuchen hat gerade selber bei der Reaktion gesagt, er würde selber bei sich in einem Battle von sich auf sowas draufgehen. Das heißt, er ist schon selber in der Lage, damit Späße zu machen. Und er macht ja sogar bis dato, bis heute noch Witze darüber, dass er dann irgendwelche Doppeldeutigkeiten auf Twitter macht. Ja, ich stichel gegen die beiden, weil die beiden sind mir einfach hardcore unsympathisch. Du mir bis jetzt nicht. Deswegen war ich auch so enttäuscht davon, dass ich höre, dass du dich davon distanzierst. Und deswegen sage ich dir ja nochmal, wenn du dich also nur davon distanziert hast, dass wir uns nicht verstehen würden, dann sei es so, mein lieber Cashes, dann würden wir uns halt nicht verstehen. Finde ich immer noch schade, weil ich eigentlich echt einen sehr positiven Eindruck hatte, habe ich sowohl mit Roos besprochen, als auch mit Costa besprochen. Auch an dem Tag, wo ich diese wirklich harmlose Stichelei gemacht habe, ein Tag nach unserem Battle wurde es aufgenommen. Du kannst du ja vielleicht selber nachvollziehen, da ist man noch so in dem Battle-Modus gegen den anderen. Aber du weißt selber, wenn du verfolgt hast, was ich gemacht habe, und das scheint mir so, dann weißt du ganz genau, wie oft ich dir Props gegeben habe. Dass du cool warst, dass du respektvoll warst und. So. Okay, aber das ist. Wenn das du ist jetzt. Ja, wenn du jetzt. Guck mal, du hast jetzt 5 Minuten am Stück geredet. Hast gestoppt oder was? Du hast über nichts von dem geredet, was ich gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Es geht nicht um die Battle-Reaction. Warum denn dann? Es geht um die Monate zwischen ja? Stattfinden des Battles und Erscheinen des Battles auf YouTube. Und was war da? In denen du nochmal von 2 meiner besten Freunde aufs Härteste übers Leder gezogen hast. Es geht nicht um die Reaction selber. Ja? Und doch, du hast Kuchen in dieser Zeit Nazi genannt. Wo denn? Wo habe ich das denn genannt? Also das ist ja eine Unterstellung. Was genau habe ich gesagt? Zitiere mir das mal bitte. Suche ich dir raus. Kann ich dir gerne erstmal privat schicken, weil ich will es nicht posten. Suche ich dir raus. Ich habe mindestens 2 Videos in meinen jetzt 6000 Bilddateien, aha, wo du Kuchen TV Nazi nennst. Aha, okay. Die mir zugeschickt wurden. Also keine. Ich bestreite das. Ich möchte das sehen, dann kann ich immer noch das revidieren, aber ich bestreite, dass ich ihn irgendwie de facto Nazi genannt habe. Ich spiele halt einfach gerne mit Beispielen, ja. Gut, dann werden wir das morgen sehen, aber das hast du getan. So. Sei es mal da, wie es sei. Mhm. So, trotz alledem bleibt ja innerhalb dieser 2 Monate, und nur darüber rede ich, gar nicht über die Reactions. Mhm. Innerhalb dieser 2 Monate, dann ziehst du über 2 enge Freunde von mir aufs Härteste vom Leder, weil du wirst ja nicht bestreiten, dass du jedes Kuchen-TV-Video mitgenommen hast in dieser Zeit, ihn beleidigt hast. Was meinst du mit jedes Kuchen-TV-Video? Na, Dicker, heute werden Krümel vom Kuchen gegessen. Wie oft in diesen Monaten zwischen Stattfinden des Battles und Herausfinden des Battles hast du auf Kuchen-TV reagiert? Warum antwortest du mit einer Gegenfrage? Was meinst du mit jedes Kuchen-TV-Video? Viele Kuchen-TV-Videos. Sagen wir so, du hast auch. Ja, aber dann drück dich doch ehrlich aus. Du sagst, ich reagiere auf jedes Kuchen-TV-Video. Das stimmt doch gar nicht. Oh mein Gott, Digga, willst du jetzt Wortklauberei machen oder was? Das ist doch Quatsch. Nee, du machst es.
Also Du ich. weißt doch, was ich meine. Also, Hör mir verstehst mal du zu, das? Cassius. Ich bin auf jeden Fall erwachsen. Ich bin erwachsen genug, als dass ich einfach ganz genau weiß, was ich rede. Ich streame jeden Tag. Darüber hast du dich doch auch lustig gemacht. Du, ich streame Ja. jeden Tag. Und Okay, ich. guck mal, Jason, es tut mir leid, man kann mit dir nicht sprechen. Du bist verloren, Alter. Red dir das weiter ein. Entschuldigung. Ich kann das gerne auch nochmal klarstellen. Vielleicht kannst du darauf reagieren. Aber das, was du gerade erzählst, das ist so wirr. Es ist unglaublich. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Oh Mann, das ist unglaublich. Ja, ey, das war Cassius Clay am Telefon. Ein für mich sehr verwirrender Talk, aber vielleicht, weil ich so verwirrt bin. Worum ging es jetzt nochmal? Bro, ich sag dir ehrlich, ich verstehe es nicht. Für mich, vielleicht bin ich auch geistig komplett verwirrt, aber für mich hat es so gewirkt, als ob Cassius sich irgendwie ärgert, dass ich nicht auf seine Videos reagiere. Oder bin ich dumm? Also erst dachte ich, es geht jetzt um die Reactions, weil er hat ja auch die ganze Zeit geschrieben, Kianosch und Cynic. Und jetzt geht es plötzlich um die Reactions davor. Also vor Veröffentlichung, also zwischen unserem Battle und vor dem. Und da hätte ich auf Cassius Clay seine Videos reagieren sollen. Bruder, bei aller Liebe, ich hab von deinen Videos gar nichts mitbekommen. Und ich sag das einfach in vollster Ehrlichkeit. Ich schwöre bei Gott, meinem Schöpfer. Ich hab halt einfach nichts von deinen Videos mitbekommen. Sorry. Ja, ich hab seine Freunde beleidigt. Ich scheiß auf seine Freunde. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Ich finde Cassius eigentlich sympathisch, aber ich finde seine Freunde scheiße. Und jetzt? Cynic war ziemlich salty, weil er wohl dachte, Jesus habe versucht, seine Niederlage schönzureden und ihn dazu zu benutzen. Ich weiß echt nicht, also wenn Cynic das wirklich denkt, verstehe ich wirklich nicht, wie er dazu kommt. Aber vielleicht habe ich mich wirklich irgendwie nach dem Battle nicht konkret genug ausgedrückt. Aber es ist halt, wie soll ich das sagen? Für mich eine neue Re Situation gewesen, die für mich halt auch so eine Reizüberflutung war. Und direkt danach sollte ich ein Interview geben. Vielleicht habe ich alles nicht perfekt formuliert. Aber nochmal, ich habe nie vorgehabt, irgendwie irgendwas zu behaupten. Ich habe das Battle doch gewonnen. Oder wenn Cynic gejudged hätte, dann hätte ich ja eigentlich gewonnen. Ich wollte eigentlich bloß in dem Moment sagen, dass ich es schade finde, dass es keine Jury gab. Weil ihr müsst eine Sache verstehen. Mir wurde es an dem Abend gesagt, dass es keine Jury gibt. Ich habe das Angebot von Tierstar im, wann war das? Februar 2023 angenommen. Wo ich noch nicht mal wusste, wen ich betteln werde. Weil ich habe mir ja nicht Cassius ausgesucht. Tierstar ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, nachdem ich mich mit Animus gebettelt habe, wo ich eben Wendehals gemacht habe, was gefeiert wurde, weswegen ich ja gesagt habe, ich würde den wegwickeln. In dem Moment habe ich schon gesagt, ich möchte aber judged. Und so ist es die ganze Zeit geblieben. Ein paar Tage vor dem Battle hat mir Tierstar gesagt, es ist schwierig. Wir wissen nicht, ob wir das hinkriegen. Und ich bin so, ja toll. Soll ich das Battle jetzt irgendwie absagen oder so? Es kommt ja richtig scheiße, als ob ich den Schwanz einziehe. Also habe ich gesagt, okay, aber es muss doch irgendwie möglich sein. Und er meinte dann zu mir, ja, Cynic würde schon machen, aber anscheinend gibt es irgendwelche Probleme. Ich weiß es nicht mehr genau, ob er da schon gesagt hat, Cassius will das nicht oder ob das erst an dem Abend war. Aber Fakt ist, so die finale Entscheidung, dass es unjudged sein wird, die wurde mir an dem Abend erst im Backstage mitgeteilt. Ist es nachvollziehbar, dass ich dann, wenn ich direkt nach dem Battle im Interview darüber spreche, dass ich dann sage, ey, ich fand das schade. Alter, als nächstes habe ich beim Battle einen fahren lassen und die Leute finden, ich habe irgendwie mit dem Furz versucht, mich zum Sieger zu erklären. Das ist, also ich muss sagen, auf der einen Seite freut mich das. Weil auf der einen Seite merke ich, dass anscheinend echt, also dafür, dass ich ja immer von meinen Feinden, zum Beispiel Marvin California, als so krass irrelevant dargestellt werde, anscheinend beschäftigen sich dafür echt viele Menschen mit dem, was ich sage, mache und auf was ich auf Twitch reagiere und was nicht. Also es freut mich, dass Interesse an meiner Person da ist. Aber auf der anderen Seite hoffe ich, dass die Leute halt verstehen, dass ich nur ein Mensch bin. Und ich muss irgendwie halt versuchen, Dinge zu handeln.
das Battle, wie ich es da abgeliefert habe, auch wenn ich verkackt habe, mehrfach, war halt einfach das Beste, was ich in dem Moment hingekriegt habe. Sorry, dass es nicht gut genug für den einen oder anderen war. Das Interview, was ich danach gegeben habe, war das Beste, was ich an Interview danach hinbekommen habe. Und meine Reactions jetzt, also sorry, aber ich finde vor allem die Reaction, die ich alleine gemacht habe, die war halt, weil alle mich gestresst haben, genauso wie Cashes voll. Du musst auf das und warum hast du nicht und bla. Und deswegen habe ich da, obwohl meine Stimme so gefickt war, habe ich das gemacht. Aber die mit Costa, kann mir doch jeder erzählen, die ist doch übertrieben witzig. Dass Cashes das jetzt nicht sagen kann, weil ja seine Freunde bla, ist ja okay. Aber bitte, wer von euch hat den ersten Teil von der Reaction von meinem Bruder Costa und mir geguckt? Das war doch ultra entertainend. Ist doch witzig.